Okay, ja. Willkommen zu unserem fulminanten Rohrschachttest. Ich muss mal ganz kurz meine Assistentin anrufen. Hallo, Analysis. Kannst du bitte mal die Soße reinbringen? Du, Olli, wir machen jetzt den Rohrschachttest. Du packst da ein bisschen Ketchup drauf und dann versuchst du so origami-mäßig das Ding zusammenzufalten. Und dann interpretierst du das bitte. Einmal aufsetzen. Kannst du machen. Ja. Musst du zweimal tomakulieren. Geil. Einmal noch. Du kriegst nicht genug. Okay. Das ist eine Lunge hier, bevor ich aufgehört habe zu rauchen. Das sind die Lungenflügel, links und rechts. Und das Weiße hier ist gefährlicher Lungenbelag. Analyst Sauce. And now we can do this. This is Analyst Sauce. Good for all purposes. Oh. Yeah. What do you see? Myself. I'm bleeding. Okay, here we go. And now, oh. Pussy Riot. Yeah. Yeah, do you see? Cool. Yeah. It's Pussy Riot. It's mine, you too. It. My first impression was it's Mickey Mouse. Mickey Mouse? I think it's because the thing is, his head actually goes up here, but there's a strong light shining on top of his head, so you can't see. Okay, so for me, it stands for a very successful music career for you for the whole life. Oh! Aber die war in meinem Kühlschrank, also schlecht kann die nicht sein. Gegen Heinz Ketchup kann man sowieso nicht sagen. So, das ist ein Teddybär. So, das, wie denn, wie rum denn? Naja, so, also so, da die Ohren. Da die Ohren? So, oder nee, so ein bisschen, nee, hat eher was von einem Gorilla. Also hier so die Ohren und der sitzt halt so in so einer gebärfreudigen Haltung. Heißt das, der Kinderwunsch ist gerade sehr akut? Nee, das heißt, der Gorilla sitzt nur so im Strand. Was siehst du? Ich? Das sieht für mich aus wie zwei Lungenflügel. Erinnert dich das vielleicht an deine frühe Jugendphase und löst das gerade bei dir Unwohlbefinden aus? Das, ja, immer. Ja, Bröckchenlösung, genau. Bröckchenlösung habe ich gerade. Das ist jetzt so ein bisschen, ups, das Omen für den Auftritt heute Abend. Eine Libelle ist es. Eine Libelle. Jetzt will er, glaube ich, dass sie wieder wettmachen. Did I open it up? And show it into the camera. It looks like my hair. It looks like me. And it's my color, so it's a mix. It's I know, but my hair color. Ich genau. Finde, das ist ein Typ, das sind zwei Beine und hier pullert einer. Das ist ein Kerl, der im Club vor dem Klo steht, ein dicker Club. Typ, und pullert. Ja, genau. Ein Exhibitionist, der hält so die Jacke auf. Der hat so einen riesen Mantel und der hält ihn so auf. Kann man so eine Interpretation zulassen? Nach dem Bild bin ich da bei dir. Ich sehe das so landschaftlich. So, stell mal vor, das ist der quasi der Strand und das ist der See und das sind die Berge und die spiegeln sich darin. Ein wunderschöner Schmetterling. Und wofür steht der Schmetterling? Für Freiheit, Liebe, Unabhängigkeit. Oh Gott. Die Stormtrooper von Star Wars. It does! But does that count? I'm not being psychoanalyzed. I saw a trapeze artist. You know, like that's the bar, that's his head, and his little arms are coming down, and he's about to do some trapeze work. Ooh. Ooh. Well, that's definitely a maple leaf, the home of maple syrup. Okay, so that's a maple leaf for you? That's absolutely a maple leaf, and it's a good luck charm towards our Canadian show in October. And now you have to tell me what you see. What is it? Well, I see. Oh, this way. Mm-hmm. It's a bat and a full moon, of course. That's the moon and that's the bat. Yeah. He's healed. He's healed. Thank you. Dankeschön.